Die Frau hält bis heute Tiere, trotz diverser ausgesprochener Tierhalteverbote, und nichts hat sich geändert. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu einer alten Ruine, wo auch wiederum Katzen gehalten werden, und das, nachdem vor wenigen Tagen erst ein Tierhalteverbot ausgesprochen wurde. Vor einigen Monaten haben wir eine Recherche gemacht in Dörrielo, das ist im Kreis Diepholz. Dort hat eine Frau auf einem verlassenen Grundstück drei Schweine gehalten und noch einige andere Tiere. Und die Frau ist weitergezogen in das etwa 200 Kilometer entfernte Clausthal-Zellerfeld, hat die Tiere dort zurückgelassen. Die Behörden haben sich nicht gekümmert, deswegen haben wir diese drei Schweine dort in einer heimlichen Aktion weggeholt. Und am neuen Wohnort dieser Dame ist mittlerweile gegen sie auch ein Tierhalteverbot ausgesprochen worden, weil das Veterinäramt vor wenigen Tagen dort 22 Katzen und 11 Hunde unter katastrophalen Bedingungen vorgefunden hat. Auch wir haben vor einiger Zeit dort schon recherchiert und auch einige Missstände aufdecken können. Das Veterinäramt hat bisher nicht wirklich gehandelt. Die haben zwar, wie gesagt, ein Tierhalteverbot erteilt, aber die Tiere nicht beschlagnahmt. Und diese nicht beschlagnahmten Tiere hat die Frau jetzt wohl scheinbar in Bevern bei Holzminden untergebracht. Und zwar auf dem Grundstück, wo ich vor 13 Jahren schon mal war und das erste Mal mit dieser Dame zu tun hatte. Und da sollen mindestens 11 Katzen in einem alten Badezimmer untergebracht sein, unter katastrophalen Bedingungen. Und da fahren wir jetzt hin. Wir haben jetzt gerade mit den Behörden abgestimmt, dass wir auf das Grundstück gehen. Tür zu! Nee, warte mal. Mach mal da an. Komm mal her. Komm mal her. So, komm her. Ein Kater. Und unkastriert, ja. Das. Achtung, Kiste. Kiste. Großer Kater. Achtung. So. Ja, hier guck mal. Hier komm. Achtung, Katze. Ja. Ah, das ist gut. Vorsicht. Ah, ich kann gar nicht dahinter gucken. So, wir reißen die Wand ein. Wir reißen die Wand ein. Ja. Okay. Es wird alles runterkommen. Wir reißen jetzt gerade die Wand ein, weil dahinter noch eine Katze ist. Die bewegt sich nicht mehr. Wir kommen da nicht dran. Das ist ein ganz schmaler Spalt. Ja, die Wand kommt raus. Zieh sie raus. Ja. Wir haben sie! Hier im Hintergrund ist das Gelände, auf dem wir gerade 15 Tiere eingefangen haben, 15 Katzen. Die waren in einem alten Badezimmer eingesperrt unter katastrophal hygienischen Bedingungen. Da sind Tiere dabei, die sind krank, die waren apathisch, die haben Augeninfektionen oder vielleicht Katzenschnupfen. Genau kann ich es nicht sagen. Auf jeden Fall haben die Tiere nicht alle durchweg einen guten Eindruck gemacht. Die sind noch nicht lange hier gewesen, aber schon lang genug, dass der Raum in einem katastrophalen Zustand war. Das ist keine Haltungseinrichtung für Katzen. Dass hier überhaupt ein Tier auch nur einen Tag vor sich hin vegetieren musste, ist schon ein Skandal. Aber wir haben, wie gesagt, 15 Tiere gefunden. Und so wie es in diesem Raum aussah, müssen die da eigentlich auch schon länger gewesen sein. Wir haben mit den Behörden hier vor Ort sehr gut zusammengearbeitet. Das ist gestern gemeldet worden. Heute sind wir mit denen hier vor Ort gewesen und die haben im Prinzip das Einsammeln der Katzen auch abgesegnet, haben dabei geholfen, sind auch wirklich mit zur Hand gegangen. Und da kann man sich also wirklich nicht beklagen. Die Tiere werden jetzt bei diversen Tierschutzvereinen untergebracht, erstmal aufgepäppelt. Die werden medizinisch versorgt und bekommen dann irgendwann ein liebevolles Zuhause.
möchte an dieser Stelle allen Leuten danken, die die Rettung der Katzen ermöglicht haben, die geholfen haben und die alles daran gesetzt haben, dass diese Tiere endlich ein schönes, neues Zuhause bekommen.